Mir war es einfach wichtig, dass wir auch ein bisschen Farbe hier ins Familienministerium bekommen und dass es nicht alles nur so steril ist. Wir sind schließlich ein buntes Ministerium mit vielen Themen. Ich freue mich, dass ich wieder an Bord bin. Ich freue mich, meine Kolleginnen und Kollegen wieder zu treffen, mein Team hier im Haus. Wir haben noch eine ganze Menge vor. Es ist einer der spannenden Tage. Wir haben mit der Morgenlage begonnen, das heißt, mein Team und ich sitzen zusammen, beraten über aktuelle Themen, auch über die Gestaltung der nächsten Woche. Wir planen natürlich im Voraus. Dann habe ich ein paar Grußworte aufgenommen für Veranstaltungen, wo ich nicht selber dabei sein kann, aber eine Videobotschaft senden möchte. Dann geht es jetzt gleich weiter zur BVG Berlin. Das ist ein Verkehrsbetrieb mit vielen Männern, die dort berufstätig sind, aber vor allem mit einer Frau an der Spitze. Es ist mir wichtig, dass wir Frauen fördern. Frauen sollen berufstätig sein, sie sollen aber vor allem in ihrem Job auch gut bezahlt werden und sie sollen keine Nachteile haben, wenn sie sich für Kinder entscheiden. Und deshalb ist es für mich wichtig, mich zu erkundigen, wie funktioniert Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Lohngerechtigkeit und Frauenförderung, auch in Bereichen, die ja immer noch als Männer dominiert gelten, hier zum Beispiel in der BVG. Und wir haben jetzt wichtige Gesetze angeschoben, Elterngeld plus, Ausbau der Kinderbetreuung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken. Und wir haben auch gleich ein Gesetz im Kabinett zur Verbesserung des Mutterschutzes. Nicht für mich, sondern für die anderen Frauen in Deutschland. Ich möchte, dass der Mutterschutz für Frauen, für alle Frauen gilt. Ich möchte vor allem, dass Mütter mit Kindern mit Behinderung einen besseren Mutterschutz haben. Er wird erweitert von 8 Wochen auf 12 Wochen. Das ist mir wichtig. Eine Geburt ist kein Spaziergang. Man möchte wieder zu Kräften kommen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch viel Aktenstudium und viel zu unterschreiben, wenn ich eine Weile nicht da war.